Also, ich bin immer total gern da, weil wir zum Beispiel mit Freunden machen wir immer verschiedene Workshops oder Projekte und das macht immer total viel Spaß. Ich finde auch, dass das voll Spaß macht und wir haben schon viele Workshops gemacht, wie zum Beispiel, bevor wir das Jugendzentrum auch noch aufgemacht haben, da haben wir alte Möbel abgeschliffen, die haben wir dann angemalt, bunt, wie wir wollten. Und dann haben wir auch schon Schminkworkshops, Beatbox-Workshops und einen Land Art Workshop macht. Also ich bin immer total gern da und das macht viel Spaß. Ja. Also ich finde es voll cool, dass wir mir die Räume selbst gestalten können, dass die Betreuer so viel Vertrauen in uns haben und dass wir wieder tun können, was uns gefällt und was uns interessiert und dass wir wieder halt hinten zusammensitzen und über Probleme reden. Wir haben auch da Betreuerinnen, die sich mit der Jugend auskennt und denen kann man die Probleme anvertrauen. Und ich komme gern her, weil eben meine ganzen Freunde da sind und die da haben einfach nicht weiß, was sie mit der ganzen Zeit anfangen sollte. Wir Jugendliche kombinieren Spaß mit Lernen. Wir spielen zum Beispiel Tischtennis und währenddessen fragen wir Englisch-Vokabel oder andere Fragen. Manche Jugendliche nehmen auch ihre Vokabelhefte oder sonst eine Hefte zum Lernen mit und nachher lernen sie mit den Betreuern oder mit den anderen Jugendlichen. Ich finde, so kann man viel leichter lernen, da wir uns Sachen, die wir nicht verstehen, gegenseitig erklären können. Ich finde, dass man im Jugendclub besser lernen kann. Kommt her, ins Jugendzentrum Kleistagbau, das am Meer, yeah, yeah. Kommt her, ins Jugendzentrum Kleistagbau, das am Meer, yeah, yeah. Kommt her, ins Jugendzentrum Kleistagbau, das am Meer. Yeah, yeah. Wiki, wiki.